Was mich immer wieder inspiriert, ist einfach die Musik der elektronischen Musikszene. Und da ich gesehen habe, dass viele DJs wirklich verschiedene Livestreams machten, dachte ich mir, okay, komm, ich möchte mal was anderes machen. Und so dachte ich mir dann, okay, ich gehe jetzt einfach mal raus in die Natur und verbinde meine Musik mit meiner Heimat und zeige einfach schöne Plätze im Odenwald. Und so kam eigentlich die Idee. Ja, das DJing habe ich mir eigentlich größtenteils selbst beigebracht. Ich hatte natürlich auch sehr große Unterstützung von verschiedenen Kollegen gehabt und vor allen Dingen auch durch meinen Bruder, der da mir auch immer Rückenwind gegeben hat. Und ja, so habe ich mir das dann langsam alles nach und nach aufgebaut. Wenn ich draußen in der Natur auflege, dann hat man einfach ein riesengroßes Gefühl von Freiheit. Und genau die Kombination auch mit dem Odenwald und mit der Musik macht das einfach unfassbar. Und da kann ich einfach vom Alltag abschalten. Was ich da natürlich mit bewirken möchte, ist einfach auch gerade meinen Leuten im gleichen Alter zu sagen, hey, es gibt im Odenwald auch wirklich besondere Plätze. Und klar, man kann in die Großstadt gehen, ist auch alles schön und gut. Aber einfach, dass man hier im Odenwald auch Spaß haben kann, das ist so der Punkt, was ich einfach rüberbringen möchte.